Einen wunderschönen guten Morgen Ihnen allen. Auch an diesem Sonntagmorgen gilt wieder unser Hinweis, dass wir Sie einladen, soweit es noch nicht geschehen ist, Ihre Plätze einzunehmen. Und auch heute sind wieder freundliche Menschen da, die Ihnen helfen, Ihren Platz zu finden. Und dann geben wir uns eine kurze Zeit der persönlichen Stille und beginnen dann unseren Gottesdienst mit dem Vorspiel. Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das Wort aus dem Propheten Jesaja, das über diesem Sonntag und über dieser Woche steht, lautet: Über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und mit diesem Wort ein ganz herzliches Willkommen heute Morgen hier zu unserem Gottesdienst. Ich begrüße Sie recht herzlich, Sie, die Sie hier sind, sichtbar vor mir, im großer, kleiner Saal, die unten vor der Leinwand sitzen, drüben Seminarraum 2 in ihren Zimmern sind. Und wir nehmen auch unsere Begrüßung, unsere Kinder in ihren Kindergottesdienstgruppen ganz bewusst mit hinein. Schön, dass wir diesen Gottesdienst so miteinander feiern können. Und natürlich heute Morgen begrüßen wir auch wieder die, die mit uns über den Livestream verbunden sind. Das sind ja richtig viele. Und wir wollen an dieser Stelle heute Morgen auch sagen, dass wir Ihnen herzlich danken für alles
Outen derer, die gesagt haben, hallo, wir gehören auch dazu. Das sind liebevolle Briefe und Mails, die ankommen und wir können gar nicht mehr richtig adäquat auf alle reagieren. Aber wir wollen uns gerne an dieser Stelle ganz herzlich dafür bedanken, für diese Lebenszeichen auf der anderen Seite, für uns nicht unsichtbare Wirklichkeit, derer, die mitsehen und mithören und unseren Gottesdienst für sich in Anspruch nehmen. Gott möge sie ganz, ganz reich segnen. Dann haben wir auch heute natürlich nach dem Gottesdienst die Chance, miteinander zu beten. Christen hier aus der Gemeinde werden für Sie bereitstehen und Zeit haben. Und wir haben dann um 12.30 Uhr das Mittagessen für unsere Gäste im Haus aus der Frauenfreizeit und aus der Winterkurzbibelschule. Ein Blick in die Woche sagt, dass am Dienstagnachmittag der Seniorenkreis dran ist mit Markus Gesk unter dem Thema »Ich weiß, dass mein Erlöser lebt«. Und abends haben wir die Jungschar, am Mittwochmorgen das Spatzennest, am Mittwochabend unsere Bibelstunde. Das ist an sich ja nichts Besonderes für den Mittwochabend um 19.30 Uhr und davor um 19.10 Uhr die Zeit des Gebetes. Aber wir beginnen ja am Mittwoch mit unserem besonderen Projekt Leben für meine Freunde. Und das ist das, was wir ja schon ein paar Wochen Ihnen angesagt haben. Jetzt ist es soweit. Also, ich verbreite die Nachricht von Jesus Christus. Erstes Thema aus Überzeugung. Und das ist am kommenden Mittwochabend dran. Wir erinnern nochmal. Auf der einen Seite ganz normale Bibelstunde, Zeit, um zusammen zu singen, zu beten, zu hören. Und natürlich, wir haben auslegend draußen das Materialheft für Sie ganz persönlich. Und unsere Idee war und ist natürlich auch, die Hauskreise mit zu integrieren. Also als Hauskreis zu sagen, ich steige damit ein und ziehe dieses Programm mit durch, ob zeitversetzt oder YouTube später anschauend, hörend oder wie auch immer, oder ein Vertreter schickend, der die Bibelstunde mithört oder was Hauskreise auch schon überlegt haben, zuerst hier die Bibelstunde und im Anschluss den Austausch, ach, Variation ohne Ende. Schauen Sie, wie es für Sie gut ist, teilzuhaben an diesem Projekt. Draußen vor dem großen Saal liegen noch die Hefte und auch die stille Zeitpapiere. Dürfen Sie gerne mitnehmen und dann sind Sie bestens mit hineingenommen in diesen Prozess. Und ja, wir haben uns auch überlegt, dass das keine Einbahnstraße sein soll, insofern, als wir gerne Reaktionen aus den Hauskreisen und von Einzelnen haben wollen. Es gibt dazu eine E-Mail-Adresse, da kann man sich melden bei denen, die diese nächsten 6 Bibelstunden verantworten. Und wir versuchen, ihre Gedanken, ihre Erfahrungen dann zu integrieren in unsere Bibelstunden der kommenden Woche. Also herzliche Einladung, kommenden Mittwoch, 19.30 Uhr hier in unserem, nein, im kleinen Saal. Und von dort aus wird es dann auch noch entsprechend gestreamt. Wir haben am Donnerstag die Jungschar, wir haben am Freitagnachmittag unsere abgespeckte und doch sehr schöne Version des Winterspielplatzes. Freue mich, dass das so klappt. Am Freitagabend Tea Group und auch das Hiskia-Gebet, das bei diesem Mal hier bei uns auf der Höhe im Seminarraum 1 stattfinden wird. Kommenden Sonntag Gottesdienst zur gewohnten Zeit um 10 Uhr mit Rainer Wörz und einer weiteren Betrachtung von Daniel 7. Und wir haben davor um 9.40 Uhr dann das Gebet im Seminarraum 2. Gemeindemitteilungen für den Februar liegen aus, das ist klar. Wir informieren gerne, dass das Immobilienbüro sagt, dass eine 3-Zimmer-Wohnung in Langensteinbach zu vermieten ist. Und wir sagen von der Buchhandlung, dass sie ja auch wieder jetzt auf dem 3G-Status angekommen ist. Also eine leichte Verbesserung. Und dass da gilt, dass auch die Kalender für das Jahr 2022, den Rest von 2022, jetzt reduziert sind. Ist ja nicht mal viel übrig. Bald kommen die neuen für 2023. Also Sie können den für 2022 jetzt noch richtig abstauben und die paar Tage des Jahres noch nutzen. Wir freuen uns sehr, dass an diesem Wochenende und an diesen Tagen wir ganz besondere Gäste in unserem Haus haben. Die Jüngerschaftsschule Mühle Weingarten ist hier mit Stefan Lepp, dem Leiter. Wir freuen uns sehr, dass ihr da seid. Ihr habt unseren Club bisher recht belebt. Vielen, vielen Dank euch. Und das werdet ihr auch heute Morgen tun, indem ihr miteinander hier uns ein Lied singen wollt. Und ich sage es Ihnen hier im großen Saal und ich sage es der ganzen streamenden Welt, wenn Sie jetzt so circa 20 junge Leute eng beieinander stehen sehen und einen mittleren Herzinfarkt kriegen, weil sie sagen, da stimmen ja komplett alle Abstände nicht, darf ich Sie komplett beruhigen. Das ist ein riesiger Haushalt. Das ist eine WG. Die dürfen das. Das ist also absolut erlaubt. Wir freuen uns an euch. Singt fröhlich. Schön, dass ihr da seid. Bitte.
2006 war das Motto der WM: zu Gast bei Freunden. Für uns in diesen Tagen heißt das Motto: zu Gast bei Familie. Ganz herzlichen Dank, dass wir hier sein dürfen. Wir sind total begeistert. Die Mühle Weingarten ist ein Zentrum für Gebet und Jüngerschaft. Ich habe heute Morgen einen Vers gelesen aus dem Levitikus. Da heißt es: kein Fremdling darf von dem Heiligen essen, weder der Beisasse noch der Tagelöhner eines Priesters dürfen Heiliges essen. Wenn aber der Priester eine Seele um Geld erkauft, so darf dieser davon essen. Da habe ich mir nebendran geschrieben: du musst zur Familie gehören. Und davon handelt dieses Lied. Da ist ein hoher Priester, der hat für uns bezahlt. Dazugehören, gerade in Zeiten der Trennung, der Abstände, dazugehören. Und wie Andreas schon richtig gesagt hat, wir sind eine Internatsschule. Wir leben zusammen, wir essen zusammen, wir arbeiten zusammen und wir erleben Jesus. Wir wollen heute von diesem hohen Priester singen. Das Lied heißt: welche Liebe fließt dort vom Kreuz? Da hat er bezahlt, der hohe Priester, damit wir dazugehören können. Und wenn Sie noch nicht dazugehören, wissen Sie was? Das Coolste. Also verpassen Sie es nicht. Können Sie gleich nach dem Gottesdienst kommen, zum Andreas, zu mir, so irgendjemand. Ein Gebet. Weit ist Gott von uns entfernt. Dazugehören. Jesus hat schon bezahlt. Es lohnt sich. Genießen Sie es.
Ein ganz herzliches Dankeschön an euch. Wir freuen uns sehr über diesen Familienbesuch. Wir beten gemeinsam. Wir beten gemeinsam Worte des 97. Psalms und wollen dazu aufstehen. Der Herr ist König, des freue sich das Erdreich, und seien fröhlich die Inseln, so viel ihrer sind. Wolken und Dunkel sind um ihn her, Gerechtigkeit und Gericht sind seines Thrones Stütze. Feuer geht vor ihm her und verzehrt ringsum seine Feinde. Seine Blitze erleuchten den Erdkreis, das Erdreich sieht es und erschrickt. Berge zerschmelzen wie Wachs vor dem Herrn, vor dem Herrscher der ganzen Erde. Die Himmel verkündigen seine Gerechtigkeit und seine Herrlichkeit sehen alle Völker. Schämen sollen sich alle, die den Bildern dienen und sich der Götzen rühmen. Betet ihn an, alle Götter. Zion hört es und ist froh, und die Töchter Juda sind fröhlich, weil du, Herr, Recht regierst. Denn du, Herr, bist der Höchste über allen Landen. Du bist hoch erhöht über alle Götter. Die ihr den Herrn liebt, hasset das Arge. Der Herr bewahrt die Seelen seiner Heiligen aus der Hand der Gottlosen, der sie erretten. Dem Gerechten muss das Licht immer wieder aufgehen und Freude den frommen Herzen. Ihr Gerechten, freut euch des Herrn und danket ihm und preist seinen heiligen Namen. Amen. Der König lebt.
Der Text, der der Predigt von Andreas Schäfer zugrunde liegt, steht im 2. Mosebuch, Kapitel 3, die Verse 1 bis 10. Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Steppe hinaus und kam den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er: Ich will hingehen und die wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach: Mose, Mose. Er antwortete: Hier bin ich. Gott sprach: Tritt nicht herzu. Zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach: Ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt. Und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie herausführe aus diesem Lande in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt, in das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Not gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so geh nun hin. Ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Zum Gebet und zum nachfolgenden Lied darf ich Sie bitten, sich zu erheben, soweit Ihnen das möglich ist. Geliebter Vater, und so kommen wir auch heute Morgen zu dir durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und wollen dir sagen, dass wir von ganzem Herzen dankbar sind, dass du dich uns offenbart hast, dass du uns nicht uns selber überlassen hast, sondern dass du uns begegnest, dass du die Brücke gebaut hast und der Weg zu dir frei ist und die Tür ganz, ganz weit offen. Danke, dass unser Herr Jesus all das, was uns von dir trennte, weggenommen hat und dass wir zu dir kommen dürfen und einen freien Zugang zu deinem Thron haben. Wir danken dir, dass dieser Gottesdienst dazu dienen darf, das zu bekräftigen, es wieder neu zu lernen, bitten dich auch für all diejenigen unter uns, die dich noch nicht kennen, dass du ihnen begegnest, und für all diejenigen, die dich kennen, dass du immer mehr das tust, dass du uns in dein Bild hineingestaltest und dass wir etwas sind zum Lob deiner Herrlichkeit. Wir rühmen dich und wir beten dich an, befehlen dir unsere Kinder an in unseren Kindergottesdiensten und all die anderen, die heute an welchem Ort in dieser Welt auch immer, unter welchen Umständen auch immer, dir begegnen in Gottesdiensten. Danke, dass du da bist. Danke, dass du hörst. Danke, dass du der bist, der da war und der da ist und der da kommt. Amen. Heilig, heilig, heilig.
Und der Engel des Herrn erschien ihm. Was für eine Zäsur! Hinter dieses Ereignis konnte dieser Mann nicht mehr zurück. Hinter dieses Ereignis wollte dieser Mann auch nicht mehr zurück. Das war für ihn eine unglaubliche Zäsur, die der Allmächtige da in sein Leben hineingegeben hat. Und der Engel des Herrn erschien ihm mit einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Gott zeigt sich. Das ist das Leitmotiv für diesen Sonntag. Gott zeigt sich. Und natürlich für uns, die wir vom Neuen Testament her auch in das Alte Testament hineinschauen, ist das ganz klar, ganz offensichtlich. Der Höhepunkt, in dem er sich gezeigt hat, ist natürlich in Jesus Christus. Da hat er sich in einer überragenden Weise gezeigt. Er ist aus dem Dunkel, aus seinem Dunkel, aus dem für uns nicht sichtbaren hineingetreten in unsere Wirklichkeit und hat sich gezeigt. Und hat sich nicht nur gezeigt vor 2000 Jahren, sondern seit 2000 Jahren zeigt er sich. Er tritt in das Leben von Menschen hinein und er ändert ihr Leben. Er schafft Zäsuren. Er schafft Zäsuren. Und diese Zäsuren, die sind natürlich für uns ganz, ganz, ganz entscheidend. Dass es nicht einfach so weitergeht, dass es nicht einfach so weiterläuft, sondern der Allmächtige hineintritt in unser Leben. Ja, für all die jetzt sagen, zu Recht sagen, wir sind ja ganz woanders. Wir sind ja im Neuen Testament. Und wir heißen ja nicht Mose. Und wir sind auch in einer völlig anderen Liga. Richtig, 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 richtig. Ja, natürlich. Wir stehen im Neuen Testament und schauen mit den neutestamentlichen Augen. Wir schauen mit den Augen, mit denen Jesus uns gelehrt hat, das Alte Testament zu sehen. Denn in dem Alten Testament, so sagt das doch den Emmaus-Jüngern, kann man mich sehen. Und zwar im Gesetz, im Propheten und im Psalm. Überall könnt ihr mich sehen. Und natürlich, ja, sofort richtig. Das, was hier der Mose erlebt, ist eine Dienstberufung. Der Mann war schon im Glauben. Es ist nicht seine Bekehrungsgeschichte. Nein, das ist es nicht. Er war schon im Glauben. Der Hebräerbrief spricht mit aller Deutlichkeit, wie dieser Mann die letzten 80 Jahre, ist er kein junger Spund mehr zu diesem Zeitpunkt, wie der Mann die letzten 80 Jahre seines Lebens schon in diesem Glauben gelebt hat. Und jetzt bekommt er eine ganz besondere Dienstberufung. Und ja, natürlich, ganz schnell, klar, aber auch Selbstverständlichkeiten sollte man ab und zu mal wieder sagen. Er ist ein Gigant. Er spielt in einer komplett anderen Liga als wir. Ja, das wissen wir doch. Aber es braucht solche Leitbilder, an denen wir uns viele, 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 viele Etagen tiefer orientieren können. Die Prinzipien, die ganz oben gelten, gelten auch ganz unten. Und wir können tatsächlich nicht uns auf eine Ebene stellen mit Mose, wo kämen wir hin? Aber die Grundgedanken im Leben des unseres Gottes für einen Mose sind die gleichen Grundgedanken, mit denen er auch in unserer kleinen Mini-Biografie und Welt spielt. Er arbeitet im Millimeter-Karo genauso wie bei den Quadratkilometern. Insofern ist das die Übertragungsbrücke, es ist die Auslegungsbrücke, die wir begehen, dass der lebendige Gott in Jesus Christus in unser Leben hineingetreten ist. Für die weitaus meisten in diesem Raum und die Zuhörer, das miterleben, ist das ja ganz klar. Sie schauen diesen Augenblicken auf Jahre vielfach von uns, auf Jahrzehnte zurück. Erinnern sich noch daran, wie der Allmächtige sich gezeigt hat und in ihr Leben hineingetreten ist und gesagt hat, da bin ich, ich gehöre jetzt fortan zu dir. Es gibt eine Zäsur. Manchmal war es eine ganz scharfe Zäsur, manchmal war es eine weiche Zäsur, manchmal war es spontan, manchmal hat es ein bisschen gedauert. Wie auch immer, es gab eine Zäsur meines Lebens, wo der Allmächtige Gott hineingetreten ist. Und so lesen wir das und erleben dieses Wort heute Morgen aus 2. Mose 3. Wir, die wir schon in diesem Glauben stehen, wir, die wir schon mit Jesus unterwegs sind, als eine gute, geistliche, umfassende Erinnerung. Was hat denn der Allmächtige getan, als er damals, vor Jahren, Jahrzehnten, in unser Leben erstmals hineingetreten ist und seine nicht mehr wegzunehmende Zäsur geschafft hat? Aber es sind sicher Menschen da, die sagen, diese Zäsur, die kenne ich gar nicht.
Die habe ich so nicht wahrgenommen. Das habe ich so bisher nicht erlebt. Ja, selbstverständlich. Das kann es natürlich geben, dass man noch vor dieser Zäsur steht, wo Gott in das Leben hineintritt. Und vielleicht tatsächlich kann dieser Sonntagmorgen so eine, nicht eine, sondern vielleicht die Zäsur sein, wo Gott sagt, ich komme in dein Leben hinein. In Jesus Christus trete ich in dein Leben hinein. Das kannst du, das willst du, das wirst du nicht mehr vergessen. Fortan geht's in eine andere Richtung. Ich dachte bei den Vorbereitungen, vielleicht hilft Ihnen vom Neuen Testament her, dieses wunderschöne Wort im Hintergrund zu haben, das der Apostel Paulus in seinem allerletzten Brief uns aufgeschrieben hat, im 2. Timotheusbrief. Dort hat er das so formuliert: Er, der lebendige Gott, hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf. Gerufen mit einem heiligen Ruf. 2. Mose 3 schwingt fast mit. Ja? Nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, mit die uns gegeben ist, in Christus Jesus vor der Zeit der Welt, jetzt aber offenbart ist durch die Erscheinung unseres Heilandes Christus Jesus. Er hat uns berufen mit einem heiligen Ruf. Was für eine unglaubliche Zäsur. Wie gesagt, es gab ja eine Vorgeschichte. Viele von uns sind in der Bibel gut beheimatet, die kennen diese Vorgeschichte. Diese Vorgeschichte dieses Mose, wie er da in dem Sklavenvolk in Ägypten auf die Welt gekommen ist. Diese ganz besondere Geschichte, dass er, der eigentlich sofort sterben sollte, tatsächlich am Leben geblieben ist. Wir sehen noch dieses Körbchen vor uns, das er eben gebaut worden ist zur Rettung dieses Mannes und wie der lebendige Gott in seiner unglaublichen Kreativität es geschafft hat, dass die, die dieses Kind umbringen sollten, genau sich darum gekümmert haben, dass das Kind am Leben blieb. Er im Haus dessen, der den Todesbefehl ausgegeben hat, die Oase fand, um am Leben zu bleiben. Das ist schon kreativ, was der Allmächtige da hinkriegt. Er schafft es, diesen Mose am Leben zu erhalten. Ja, er schafft es, dass tatsächlich Glauben bei ihm ankommt. Der Hebräerbrief sagt es, dass er im Glauben sich zum Volk Gottes gezählt hat. Dass er im Glauben auch tatsächlich Ägypten verlassen, dass er im Glauben diese Jahrzehnte gelebt hat, dort eben, dort geheiratet hat und dann unter dieser Schafhirte geworden ist und dann mit den Herden seines Schwiegervaters da über Jahre und Jahrzehnte unterwegs gewesen ist. Ja, das alles ist im Glauben geschehen. Richtig, eine faszinierende Vorgeschichte, die jetzt mit dieser Zäsur natürlich ihr ganz besonderen Höhepunkt erreicht. Denn jetzt wird all das, was Gott seit 80 Jahren getan hat, jetzt wird es endlich schlüssig, es wird offenbar. Das konnte man ja vorher noch gar nicht verstehen. Warum macht Gott so ein Theater um so ein Kind mit dieser ganzen Aktion und das eben noch in den Hof des Pharao zu bringen und all dem, was dazugehört? Das war für kleine Köpfe nicht verständlich, so wie vieles für uns mit unseren kleinen Köpfen nicht verständlich ist, was der Allmächtige tut, was sich dann in unterschiedlicher Weise offenbart und zeigt und erst sichtbar wird. Jetzt wird's klar, Gott zeigt sich, Gott schafft die Zäsur. Und diese Zäsur, die ist natürlich für uns insofern wichtig, als der Mann ja mehr oder weniger auf dem Abstellgleis da vor sich hin dümpelte. Schäfchen hüten. Das war das Nebengleis, der war einfach an die Seite gestellt. Er lebte da so vor sich hin. Nein, er lebte nicht gottlos. Nein, aber er lebte so vor sich hin. Und jetzt greift der lebendige Gott in sein Leben hinein. Gott zeigt sich. Erinnern Sie sich, wie Gott sich Ihnen, erinnere ich mich, wie Gott sich mir gezeigt hat? Nein, er hat bei mir das nicht mit Engel und Folgem Dornbusch gemacht. Fehlt das Ihnen auch? Also ich habe keinen Dornbusch gehabt bei meiner Bekehrung. Und meine Berufung ging auch ohne Dornbusch ab. Und manche überlegen natürlich, das mit dem Dornbusch, vielleicht können wir das ja erklären. Und dann kommt die ganze Bagage aus der Abteilung der Biologie und der Physik und der Chemie und versucht's und St. Elmsfeuer hier und was dort und dann versucht man das zu erklären. Vielleicht kriegt man es auch tatsächlich irgendwie erklärt und kapiert gar nicht, dass der brennende Dornbusch das Geringste ist in der ganzen Story. Dass der allmächtige Gott so ein bisschen Feuer, wie auch immer er es getan haben mag, in diesen Busch reinbringt und der Busch nicht verbrennt, das ist nur das Geringste. Das Eigentliche ist, dass er eine Stimme hört, dass Gott spricht. Bis dahin war es für ein Naturschauspiel. Er ging ja hin, um zu sehen, was geht denn da ab? Das wäre es noch gar nicht gewesen. Das, was es wirklich war, waren die Worte Gottes. Gott hat mit ihm geredet.
Ach, wenn Sie so ein bisschen mitleidig auf Ihre kleine schäbige Biografie gucken und sagen, ich habe keinen Dornbusch gehabt. Der Engel kam nicht vorbei. Ich habe keine Schuhe ausgezogen. Das ist das Entscheidende. Das waren die äußeren Anzeigepunkte der Präsenz des lebendigen Gottes. Gott kann das ganz einfach, ganz schlicht machen. Er braucht Ihnen nur, in Anführungszeichen, ein Wort sagen. Er muss einfach nur reden. Er muss nur reden. Und viele in diesem Augenblick werden mit mir an die wahrscheinlich ganz, ganz schlichten Geschichten sich erinnern, mit denen sie zum Glauben an Jesus Christus kamen. Das war bei den meisten von uns nicht aufregend, bei mir ja auch nicht. Aber er hat sich gezeigt, er hat sein Wort gegeben, wir haben ihn verstanden und wir wollen nie mehr hinter diesen Tag zurück. Die Unausweichlichkeit der Berufung, das ist das erste Stichwort. Die Unausweichlichkeit der Berufung. Der konnte ja gar nichts machen. Was soll denn der Mann machen? Was soll denn der Mose machen, als er damals in dieser Wüste war und dann zu diesem Gottesberg, zum Horeb, der seine Schafe getrieben hat, als ein ganz normaler Alltag ablief? Was soll er denn machen? Der kann doch gar nichts machen. Der lebendige Gott tritt in sein Leben hinein. Wer kann denn Gott ausweichen? Das gehört mir dazu zu begreifen. Ich bin ja gar nicht in der Weise, in einer Handlungsfreiheit, das macht man nicht schon ganz nervös. Sondern das ist ja genau das Phänomen, dem wir uns stellen müssen, auch mit unserem kleinen Verstand immer wieder stellen müssen, dass bei allem Freisein des Menschen der lebendige Gott mit seiner unwahrscheinlichen, vorauseilenden Liebe und erwählenden Gnade unser Leben hineingesprochen hat. Den Ratschluss 2. Timotheus 1 hat er getroffen vor aller Zeit. Und seine Ratschlüsse, die setzt er einfach um. Das macht er einfach. Der lebendige Gott hat seine Zäsuren und Zeiten und greift in das Leben der lebendigen Menschen hinein. Das macht er. Er hat eine unglaubliche Autorität. Und das ist immer etwas, was uns bewegt, wenn wir sehen, wie Gott handeln kann. Er kann einfach in ein Menschenleben hineinkommen, sich dahinstellen, einen Dornbusch anzünden und dann da sie auftreten. Da ist der ganze Alltag plötzlich auf den Kopf gestellt. Fortan, ich noch mal das klar machen, fortan ist die Wüste immer noch Wüste. Fortan gelten auch immer noch die Gesetze der Wüste, ganz klar. Es gilt alles weiter, es bestimmt alles weiter. Alle Eckdaten sind da und trotzdem, ab jetzt ist alles anders. Menschen, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, die leben immer noch in den Gesetzen der Wüste. Ja, mit allem, was dazugehört. Mit allen Nöten, allen Schwierigkeiten, allen Einschränkungen, ganz klar. Aber alles ist anders. Wenn man weiß, jetzt ist das Entscheidende, das Wesentliche, das Wichtigste, ist jetzt der lebendige Gott. Das ist das Wichtigste. Alles andere tritt tatsächlich, es tritt in die zweite Reihe. Denn plötzlich merken wir, bei allem Respekt für Schäfchen, die spielen keine Rolle mehr. Ja, die werden auch mitmachen, die werden wieder versorgt werden, keine Sorge. Aber es ist nicht mehr das Hauptprogramm, Schäfchen zu hüten, sondern es ist nachgeordnet. Es gilt dieses Prinzip aus dem Neuen Testament, was uns Jesus der Bergpredigt dann gegeben hat. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann wird euch das alles andere zufallen. Das ist alles nicht weg, aber es ist einer anderen Priorität. Und genau das spürt man diesem Mose ab, dass in dem Augenblick er immer noch in der Wüste ist und immer noch unterwegs ist und immer noch um sein tägliches Wohl sich kümmern muss und immer noch seinen Job hat und immer noch verheiratet ist und immer noch da steht. Aber jetzt hat er ein anderes Grundprinzip. Das Grundprinzip ist, dass der lebendige Gott jetzt die Nummer 1 in allen Bedingungen seines Lebens geworden ist. Tagungsordnungspunkt 1 ist der lebendige Gott. Was ist dein Wille? Wie wird dein Name geehrt? Wie geschieht das, was du willst, nach deinen Plänen und Gedanken? Das steht plötzlich in der Mitte dieses Mannes. Der brennende Dornbusch, der Auftritt des Engels, der sich immer stärker als eine Personifizierung des lebendigen Gottes von Jesus Christus her zeigt, der hat das Leben des Mose geändert. Der lebendige Gott ist, wie hat einer einmal gesagt, ist ein Story-Changer. Ist ein Geschichtenänder, ein Geschichtenwechsler. Die Geschichte des Mose läuft nicht nur einmal 40 Jahre weiter, sondern es wechselt sich, es ändert sich. Es ergibt eine ganz, ganz wichtige Zäsur. Und diese Zäsur, die durften wir erleben. Ganz, ganz viele von uns durften diese Zäsur erleben. Erinnern Sie sich dran?
Und wenn Sie sich daran erinnern, dann ist das für uns, die wir da drin stehen, der Zeit nach der Zäsur, das ist nur zum Bestaunen. Das ist zum Bestaunen. Mein Gott, da hast du mich da einfach in der Wüste erwischt. Du bist da in mein kleines 0815-Leben eingetreten und es gab ja noch ein paar Milliarden weitere Leben. Und du hast dich in deiner unglaublichen Güte, Weisheit, Liebe, deiner unwahrscheinlichen Zuwendung, Barmherzigkeit und Gnade in mein kleines Leben hineintransportiert. Du hast in meinem Leben das getan, dass es zu einem Story-Changing kam, zu einem Wechsel der Geschichte meines Lebens. Ich bete dich darüber an. Danke, dass ich nicht weiter, Jahrzehnte weiter, nur einfach meine Schäfchen gehütet habe und dass du hineingetreten bist. Das ist nur einfach nur so zum Bestaunen. Wir beten diesen Gott an, dass sich kleinen, sterblichen Menschen zeigt, der in Jesus Christus in ihr Leben hineingetreten ist, der ihn und mir alles weggenommen hat, an Schuld, an Sünde, an Last, an Gottestrennung, der sie und mich hineingenommen hat in die Familie Gottes, wie wir es vorhin gesagt haben, und ich zu ihm gehören darf für die Zeit und für die Ewigkeit. Die Unausweichlichkeit der Berufung, das ist zum Bestaunen. Ich konnte ja gar nicht anders. Ja, natürlich habe ich persönlich Ja gesagt in meiner Teenager-Entscheidung für Jesus Christus. Natürlich war ich das und gleichzeitig wissen wir, der allmächtige Gott war das, der hineingesprochen hat, der große Story-Changer. Und dann erleben wir ein zweites, nämlich wir erleben die Dimension des Berufenden. Also die Unausweichlichkeit der Berufung ist das eine. Man kann der gar nicht ausweichen letztendlich, aber die Dimension des Berufenden, das ist natürlich das andere. Und bei der Dimension des Berufenden entdecken wir ja nicht nur einen brennenden Dornbusch, das ist faszinierend. Und wir entdecken ja nicht nur, dass dieser Busch nicht verbrennt, auch wunderbar. Wir entdecken, dass der lebendige Gott diesen Mose anspricht. Wir haben schon gesagt, Gott redet. Das ist diese ausgesprochene Dimension des Berufenden. Er redet. Und er redet hier in einer ganz eindrücklichen Weise, die für uns in unserem nordeuropäischen Kontext gar nicht so auffällig ist. Aber man kann das ja machen, wenn Gott einen Namen zweimal nennt, dann wird es besonders spannend. Es ist der berühmte Intensivplural, den wir in der Bibel immer wieder haben. Also einmal ist klar, zweimal, jetzt geht es endgültig zur Sache. Das können Sie vielleicht sogar noch aus Kindertagen kennen. Ja? Wenn Eltern plötzlich nicht mehr den Spitznamen, den Kosenamen nennen, sondern wenn sie sie im Vollnamen nennen und das vielleicht noch zweimal, jeweils mit Ausrufezeichen, dann wissen Sie, jetzt bin ich auf einer komplett anderen Kommunikationsebene. Ja? Ich bin nicht Häschen und Miezemaus und sonst was, sondern ich werde plötzlich voll genannt mit Josephine Bertha, die Zweite. Ja? Und dann kommt das noch zweimal, dann stehe ich aber stramm. Und so sagt Gott hier, Mose, Mose, ja, was glauben Sie, der war ja schon stramm mit diesem Dornbusch. Aber jetzt spätestens war klar, jetzt kommt Gott und er kennt mich, der weiß meinen Namen, der kennt mein Programm, der kennt meine Genetik, der weiß alles. Und dieser, der allmächtige Gott, mein Schöpfer, spricht in mein Leben hinein. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Ach, jetzt klingt das anders. Wir haben diese Stelle aus dem Propheten Jesaja auch im anderen Tenor. Da sagen wir, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir. Ist auch richtig. Das ist dieses Hallo, ich ruhe mich aus bei Abba, meinem Vater. Richtig, aber hier heißt es, du gehörst mir. Du gehörst mir. Und wir erleben, dass er das deutlich zu ihm sagt und er sagt nur das, was man sagen kann. Wir haben einmal eine ganze Bibelwoche über dieses Wörtchen gehabt, was da steht. Dieses Hineni im Hebräischen, dieses Hier bin ich. Hier bin ich heißt nur nicht nur Hallo, sondern Hier bin ich ist dieses Selbstverständlich. Alles klar, keine Frage, eindeutig. Verstehen Sie? Hier bin ich heißt, mein Gott, ich stehe dir zur Verfügung. Und jetzt sagt Gott diesen Satz, den wir kennen. Tritt herzu, lass dich in den Arm nehmen. Nein,
tritt nicht herzu. Distanz! Wir sind erschüttert. Wir dachten, Gott würde sagen, du bist mein Mann. Ich finde dich cool, Mose. Du warst schon immer gut. Ich habe ein bisschen gedauert, 80 Jahre, aber jetzt kann ich dich brauchen. Komm, überleg mal, noch mal so ein bisschen was anderes zu machen. Nein, nein, tritt nicht herzu. Du bist ein Mensch und ich bin Gott. Das sind zwei völlig verschiedene Ebenen. Distanz ist das Signal, was ankommt. Ich empfinde was ganz Eigenartiges, was extrem wichtig ist für unseren neutestamentlichen Glauben. Dass das Abba Hopater, Abba lieber Vater und das, was wir gesungen haben, er ist heilig und anbetungswürdig, nicht zwei Paar Stiefel sind, sondern einer Person zusammengehören. Er ist mein mich liebender Vater, den ich im Heiligen Geist so nennen darf. Und er ist der Heilige und Allmächtige, in dessen Nähe ich nicht zu stehen vermag, wenn ich nicht Jesus Christus, seinen Sohn, auf meiner Seite hätte. Tritt nicht dazu. Ziehe deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und jetzt sind wir an dieser wichtigen Passage. Und diese wichtige Passage, manch einer von Ihnen weiß das schon, je nachdem, was für eine Bibel Sie jetzt vor sich haben, ist, dass wir an dieser Stelle merken, dass die Bibelübersetzungen alle diesen normalen, klassischen, uns gewohnten Plural in sich tragen. Nämlich ziehe deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Dann raten wir, kommen wir in dieses Religionsphänomen hinein, dass man eben nicht mit seinen staubigen Schuhen in die Gegenwart Gottes tritt, das ist unrein. Hat alles seine Aspekte, nur steht das nicht da. Die alten hebräischen Handschriften sagen was ganz Komisches. Die alten hebräischen Handschriften haben mich ein Singular. Die sagen, tritt nicht herzu, ziehe deinen Schuh von deinen Füßen. Ziehe deinen Schuh von deinen Füßen. Und natürlich merken wir, dass das passt nicht. Und wenn wir was nicht merken, was nicht passt, dann passen wir Menschen das an, damit es bei uns passt. Das ist bei der Bibel hochgefährlich. Es gilt die alte Regel, gerade wenn wir merken, dass was nicht passt, sollten wir es nicht anpassen. Sondern wir sollten gucken, dass wir uns anpassen. Ziehe deinen Schuh von deinen Füßen. Und bei vielen, die die Bibel gut kennen, da klingelt es jetzt, da kommt ein ganzes Glockengeläut auf sie zu. Tatsächlich, wir kennen das Phänomen doch. Mensch, wir haben das doch schon ein paar Mal gehört. Wir wissen das doch aus der Bibel, dass das mit dem einen Schuh, das hat ja eine Bedeutung. Ja, für uns vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber wir wissen das doch, diese wunderschöne Liebesgeschichte da mit der Ruth, erinnern Sie sich, und der Boas, und dann am Ende waren die beim Notar und haben da ihren Ehevertrag geschlossen und dann für uns komplett irre. Stellen Sie sich mal vor, Sie werden beim Notar wieder den Schuh ausziehen. Aber dann haben Sie den Schuh rübergegeben. Und wenn man den Schuh rübergibt, ist das die rechtskräftige Bestätigung des Vorgangs. Es hat eine juristische und notarielle Bedeutung. Da wird etwas übertragen. Das gilt jetzt als Rechtsgeschäft. Ich übertrage Rechte. Und wir haben das Phänomen auch in den Psalmen. In Psalm 60 kann der lebendige Gott in Vers 10, parallel Psalm 108, sagen, ich werfe meinen Schuh auf Edom. Bam. Ja, wenn Sie Ihren Schuh jetzt auf Baden-Württemberg werfen, passiert ja gar nichts. Ja? Aber wenn der lebendige Gott seinen Schuh wirft, dann heißt das in diesem Augenblick, Edom gehört mir. Mir. Da sehen wir einen Josua total am Verzweifeln. Hat unglaubliche Erfahrungen mit dem lebendigen Gott gemacht. Gott hat ihm ein Parallelwunder zum Durchgang durch das Rote Meer gegeben. Der Jordan ist stehen geblieben, er ist durchmarschiert. Aber der Jordan fließt wieder hinter ihm, er kann nicht mehr zurück. Und vor ihm eine bombenbefestigte Stadt, nämlich Jericho. Für uns fällt die immer schon zusammen. Für den fiel damals noch gar nicht zusammen. Er überlegt als General, wie komme ich da rein? Gott will, dass ich diese Stadt erobere. Wie kann ich das? Ich komme in diese Stadt nicht rein. Und dann kommt der lebendige Gott zu ihm und sagt zu ihm, hier ist der Heerführer des lebendigen Gottes, der Sar-Jahwe, Atapati, jetzt bin ich da. Zieh deinen Schuh von deinen Füßen. Das hilft jetzt auch nicht, um nach Jericho reinzukommen. Doch, das hilft. Gib deinen Schuh mir. Du gehörst mir. Die Besitzansprüche an dir gehen auf mein Konto über. Ich habe jetzt das Sagen. Was ist das, ein starkes Bild? Mose, bevor wir irgendwie weitermachen,
Schuh her. Hören Sie das? Ach, bitte hören Sie das. Schuh her. Dein Schuh auf meinen Tisch. Dein Leben auf meine Seite. Haben wir ja getan. Natürlich. Ich bin ja schon 30, 40, fast 50 Jahre im Rennen. Aber haben wir vielleicht den Schuh wieder zurückgeholt? Jetzt stehen wir hier in dieser Geschichte und müssen vielleicht als Christen, die schon ein paar Jahre, Jahrzehnte auf dem Buckel haben, vielleicht ganz mal nachdenken, habe ich mir den Schuh zurückgeholt? Habe ich ihm vielleicht gesagt, ja, im Prinzip ja und eigentlich schon, aber in dem Detail brauche ich dann meinen Schuh schon selber. Ich hatte so ein paar Lebensentwürfe und, mein Gott, Schuh her. Und das will ich so machen. Und jetzt, du weißt ja, mein Gott, Corona, Schuh her. Also das geht gerade gar nichts. Wir können ja nach dem ganzen Theater, können wir wieder über Nachfolge reden, aber jetzt passt es nicht. Schuh her. Und du weißt ja, beruflich muss ich mich neu orientieren, da kann ich jetzt dich gerade nicht brauchen. Schuh her. Und du weißt jetzt, meiner Gemeinde, ach, das ist so ein verquerer Club. Schuh her. Wir haben unseren Schuh zurückgeholt. Wer hat unseren Schuh zurückgeholt? Wird auch in gesundheitlichen Fragen. Mein Gott, also das sehe ich so. Du musst das so bei mir machen. Und wenn du das nicht so machst, wie ich das sehe, dann sind wir geschiedene Leute. Ich will meinen Schuh zurück. Und verstehen Sie, dieser zweite Punkt von der Dimension des Berufenden, von dieser Dimension des Berufenden, zeigt uns etwas, das ist nicht zum Bestaunen, das ist zum Erschrecken. Nämlich, dass wir heute Morgen uns fragen dürfen, fragen müssen, hat er noch meinen Schuh? Hat er noch meinen Schuh? Hat mein Gott noch die gesamten Verfügungsrechte über mein Leben, über meinen Geist, über meinen Körper, über meine Seele, über meine Zeit, über alle Mandate, über die Art, wie er mich leben lassen will? Hat er noch meinen Schuh? Oder war ich so dämlich? Und hab mir den Schuh zurückgenommen und hab wieder die Verfügungsgewalt über mein Leben. Denn wenn ich dann wieder die Verfügungsgewalt über mein Leben habe, dann trage ich auch wieder die Verantwortung für das, was ich da mache. Oh mein Gott. Dieser Text, der hat vielleicht die Wirkung, auch die gute, wichtige Wirkung, dass der lebendige Gott an der einen und anderen Stelle von der einen und anderen Person wieder den Schuh heute zurückbekommt. Geben Sie ihm den Schuh wieder. Bitte, geben Sie ihm den Schuh wieder. Wenn Sie den zurückgenommen haben, geben Sie ihm wieder und sagen, nimm's, bitte. Kümmer du dich drum, mach du. Und verzeih, mein Gott, wo ich meinte, mir das leisten zu können, oder zu meinen, das wäre besser oder raffinierter oder klüger oder einfach nur dämlich reingerutscht bin und mir meinen Schuh wieder zurückgeholt habe. Nein, mein Gott, hier hast du meinen Schuh. Du hast meinen Schuh. Was für eine wichtige Dimension. Dass heute wirklich über unserem Leben steht, ich gehöre Jesus. Er verfügt über mich. Er kann mit mir machen, was er will. Seine Sache. Du hast meinen Schuh. Das ist das Zweite. Das Erste war diese Unausweichlichkeit der Berufung. Das ist zum Bestaunen. Das Zweite war diese Dimension des Berufenden. Das ist zum Erschrecken. Und natürlich das Dritte, das ist die Erfahrung des Berufenen. Das ist natürlich zum Verstärken. Denn der Berufene Mose, der macht ja jetzt eine unglaubliche Erfahrung. Die Erfahrung aller Berufen aller Zeiten, die Berufung, die sie erfüllen sollen, ist nicht zu bewältigen. Das ist schnell gesagt. Typisch Gott. Das kann er nicht. Er kann aus seinem Vermögen heraus, das braucht man nicht lange diskutieren, er kann aus seinem Vermögen heraus dieses versklavte Volk nicht aus Ägypten herausführen. Kann er gleich, das ist
kann er gleich aufgeben. Es geht nicht. Das, was der lebendige Gott in der Nachfolge mit Ihnen und mit mir tun will, ist von uns aus, von unserem Equipment her, von unseren Ressourcen, von unseren Möglichkeiten her, einfach nicht zu schauen. Brauchen wir gar nicht versuchen, können wir gleich aufgeben. Das Projekt war ja unwahrscheinlich. Du, Mose, hast Teil an meinem Rettungsprojekt. Das ist ja die Botschaft. Du, Mose, hast Teil an meinem Rettungsprojekt. Ja, du musst auch essen und trinken und du bist auch verheiratet, hast Kinder, alles. Aber das ist alles, alles einsortiert in diesen Ruf der Teilhabe am Rettungsprojekt. So wie die Gemeinde des auch Verstandenen Teil hat am Rettungsprojekt. Sie ist nicht Selbstzweck, sie hat Teil am Rettungsprojekt des allmächtigen Gottes. Das ist seine Botschaft, seine Liebe, sein Ruf der Gnade, sein Ruf zur Versöhnung durch uns hinausgeht in diese Welt. Aber das ist ja nicht zu machen, in dem Sinn, dass das irgendwie von Erfolg gekrönt wird. Da können wir noch so methodisch und 23 Mal rumdrehen. Dass wirklich dass was geschieht, ist allein dem zu verdanken, dass der lebendige Gott sich mit uns verbindet und in uns, mit uns, durch uns sein Rettungsprojekt tatsächlich durchführt. Also die Überforderung ist ganz klar. Bei der Erfahrung des Berufenen, ein Überforderungsgefühl, ist die Grundbefindlichkeit der Gemeinde Jesu. Sie kennen das. 5000 wollen zum Abendessen, Mahlzeit für 2 bis 3 ist da. Brauchen Sie gar nicht anfangen, den Herd anmachen. Geht nicht, geht nicht. Gebt ihr ihnen zu essen? Bisschen frech, ne? Gebt ihr ihnen zu essen? Aus ihnen heraus undenkbar. Mein Gott, nur von dir her. Das überfordernd Gefühl, das ist etwas, was zum Grundbefinden der Jesus-Leute immer zählt. Das andere ist natürlich, dass Gott Vertrauen wünscht. Selbst in dem irren Zeichen, das er 2 Verse später ihm bietet, er gibt mir ein Zeichen, er sagt, du kriegst ein Zeichen, du wirst an diesem Berg mit dem auserwählten Volk Israel stehen. Ist natürlich gut, ist genial und aus unserer Sicht der Bibelleser wissen wir, ein paar Monate später ist das wirklich wahr geworden. Aber es war jetzt nicht so ein Zeichen, dass man sagen könnte, oh ja, gut, am besten nehme ich den brennenden Dornbusch mit, der brennt immer so neben mir her, während ich da meinen Weg gehe. Sondern es war von ihm gefordert, tatsächlich auf dieses Wort zu vertrauen, das Gott ihm gesagt hat. Aber das Wichtigste bei der Erfahrung des Berufenen ist aus meiner Sicht, die Erfahrung, die der Berufene uns machen lässt, sind durch den Berufenen nicht kalkulierbar. Das ist natürlich für Deutsche schwierig. Sehr schwierig. Ganz schwierig. Denn ohne eine Kalkulation trauen wir uns ja kaum mehr zu atmen. Ja? Geschweige denn uns zu bewegen. Geschweige denn irgendwas zu tun. Das muss erst einmal gut durchkalkuliert werden. Und dazu muss die Zahlen auf den Tisch. Mein Gott, wie hast du das übrigens vor mit dem Rausgehen aus Ägypten? Zahlen auf den Tisch. Wie klappt das denn mit dem Durchzug durch das Rote Meer? Wie machen wir das mit der Versorgung in der Wüste? Du kannst doch nicht erwarten, dass ich einfach losgehe. Das ist nicht kalkulierbar. Es ist nicht kalkulierbar. Es ist nicht kalkulierbar. Ist das nicht tröstlich? Sie haben immer gedacht, das wird irgendwann besser. Und je länger sie leben mit Jesus Christus, desto mehr merken sie, das wird ja gar nicht besser, es wird immer schlimmer. Das ist nicht kalkulierbar, dass er macht, wie er mich führt, was er will. Und er legt das alles nicht offen. Sondern lässt mich diesen Weg tatsächlich gehen. Nicht kalkulierbar. Das ist die Erfahrung der Berufenen. Das zum Verstärken. Haben sie sich wiedergefunden? Sie, die sie mit mir schon Jahre und viele von ihnen mit mir Jahrzehnte zurückgucken auf die Zäsur. Dann stehen sie mit diesem wunderschönen Text mit mir da und sagen, ja, das ist bis heute zum Bestaunen. Und ich bestaune es heute mehr als früher, dass der Allmächtige so gnadenvoll und liebevoll war, auch in ihr und auch in mein Leben diese Zäsur zu setzen und anzukommen. Ich danke meinem Gott dafür in alle Ewigkeit. Ja, das ist zum Erschrecken, dass wir miteinander so dämlich, so blöd, auch manchmal so böse und so eigensinnig waren
unseren Schuh wieder zurückzunehmen. Ich gebe ihm ihn wieder zurück. Mein Gott, ich gehöre dir. Mein Schuh gehört dir. Ganz allein dir. Und du bist nicht kalkulierbar. Ich warte gar nicht drauf, mein Gott, dass du kalkulierbar wirst. Das wird die Erfahrung sein und bleiben, bis wir bei dir ankommen. Aber dafür will ich dir danken, heute schon danken und immer mehr danken, dass du dich gezeigt hast, dass du dich tatsächlich in Jesus gezeigt hast. Wir wollen beten und dazu stehen wir auf. Himmlischer Vater, in Jesus danken wir dir, dass das passiert ist. Dass tatsächlich das passiert ist, dass wir nicht einfach weitergelebt haben. Dass du dich über uns erbarmt hast, aus purer Gnade, gemäß deinem Ratschluss, und in unser Leben hineingetreten bist. Ganz, ganz viele an diesem Morgen, in diesem Raum und die mit uns durch den Stream verbunden sind, werden das diesen Augenblicken bestätigen in ihren Gebeten und sagen, ja, das ist zum Bestaunen, dass du in unser Leben getreten bist. Und wir verbinden uns vor dir, indem wir für Menschen beten, dass ihnen das auch widerfährt. Menschen, die uns am Herzen liegen, in unserer Familie, unserer Verwandtschaft, unserer Freundschaft, unseren Kollegen, Nachbarn, dass du ihnen dieses Geschenk machst, das du uns gemacht hast, dass du dich ihnen zeigst und ihr Leben hineintrittst und diese wunderschöne, rettende Zäsur schaffst. Danke, dass wir nicht mehr ohne dich leben müssen, dass du unser Leben auf dieses neue Gleis gestellt hast. Und bitte, 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 bitte vergib. Vergib wirklich, Herr. Wo wir so, ja, blöd waren, unseren Schuh zurückzunehmen. Bitte, nimm ihn wieder an. Nimm alles, was zu uns gehört. Nimm alles, was zu uns gehört. Es gehört dir. Und mach damit, was du dir vorgenommen hast. Es gehört dir. Und dann lass uns diese Erfahrungen machen, wie du unser Leben in deinen Spuren führst, die du vorbereitest. Jeden von uns, ganz individuell, einzigartig, unvergleichlich, göttlich, führ du unser Leben. Den kleinen Details und in den großen Linien. Wir können dich nicht kalkulieren. Wir wollen es auch nicht mehr versuchen. Wir wollen dir zuhören, dir hinterhergehen und du wirst es gut machen. Du, der Berufende. Wir, die Berufenen. In dieser traumhaften Berufung deiner Gnade und Liebe. Dank sei dir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führ uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte, nehmen Sie Platz. Wir wollen gemeinsam singen Jesus dir nach, weil du rufst. Sie können das entweder im grünen Liederbuch oder Nummer 256 tun oder mitsingen hier an der Projektion. Gemeinsam singen wir die ersten Strophen.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Tun Sie es, folgen Sie ihm, geben Sie den Schuh ab und wenn Sie Hilfe brauchen, dann kommen Sie hier nach vorne. Bis nächste Woche. Wiedersehen.